Diesem Bäcker hier. Nadir Gülü ist der Törtchenkönig der Türkei und hier ist sein Erfolgsrezept. Alle Mann an die Arbeit. Sofort herkommen. Los, hierher. Nadir Gülü macht aus Baklava backen. Eine Wissenschaft. Sein Baklava ist das Beste der Türkei. Und er? Der Baklava-König. Das muss schnell gehen. Zack, zack, zack. Unser Baklava-Horizont beschränkt sich auf Baklava aus der Dönerbude. Doch wie gut oder besser gesagt türkisch ist das eigentlich? Wir fahren nach Istanbul, ein Paradies für Naschkatzen aus aller Welt. Denn hier hat der Baklava-König seine Residenz. Mit im Gepäck unser typisches Baklava. Nadir Gülü soll es probieren. Was ist das? Der Baklava-König ist skeptisch. Trotzdem traut er sich an unser deutsch-türkisches Baklava. Ja, schmeckt mir nicht so gut. Ist viel zu matschig. Das trieft vor lauter Zuckersirup. So gut wie sein bestes Baklava ist unseres wohl nicht. Ich zeige euch, wie ich das mache. Nadirs Laden und sein Baklava sind weltberühmt. Täglich hat er bis zu 6000 Kunden. Das Herz seines Baklava-Imperiums schlägt aber in einer großen, fünfstöckigen Baklava-Fabrik. Hier zeigt uns Nadir seinen Thronsaal und jede Menge Trophäen, die er in 50 Jahren Karriere erhalten hat. Damit macht er sogar Staatsoberhäupter auf sich aufmerksam. Aber was ist sein Erfolgsrezept? Alle Mann an die Arbeit. Sofort herkommen. Los, hierher. Klar, wenn der König kommt, spuren die Untertanen. Nadir hat 50 Mitarbeiter. Sie machen täglich 2 Tonnen Baklava. Klingt zwar nach Massenproduktion, ist aber komplette Handarbeit. Unser Beruf ist wie ein Fußballspiel. Wenn ein Schritt falsch gemacht wird, ist das ganze Spiel verloren. Ein einfacher Strudelteig aus Mehl, Wasser und Salz. Für Bäcker eigentlich keine große Sache. Eigentlich, denn der Baklava-König checkt jede Kleinigkeit. Diese Detailversessenheit hat Nadir geerbt. Ich habe schon mit 7 Jahren immer meinem Vater geholfen, Baklava zu machen. Die Leidenschaft dafür habe ich von ihm. Und ich versuche sie auch an meine Mitarbeiter in meiner Produktion weiterzugeben. Seine Familie ist schon seit fast 200 Jahren im Baklava-Business. Nadir ist der 3. Thronfolger. Selbst bei ihm läuft jeder Schritt noch nach einer alten Familientradition. Auch das Ausrollen. Die meisten können diesen Beruf nur machen, bis sie 40 oder 45 sind. Denn das Ausrollen braucht viel Kraft. Auf den riesen Marmortisch schmeißt sich Nadir heute nur für uns nochmal. Das überlässt er inzwischen seinen Mitarbeitern. Bis seine Lehrlinge das Teigmachen drauf haben, dauert es 7 Jahre. Das Besondere an Nadirs Baklava-Teig? Er ist nur 0,1 mm dick. Das ist dünner als ein Fingernagel. Alle seine Mitarbeiter kriegen den Teig so dünn, dass wir sogar durchgucken können. Es ist nicht leicht, das hinzukriegen. Aber wenn das Baklava knusprig werden soll, muss der Teig so dünn sein. Ist er zu dick, wird es zu matschig. So wie unser typisches Baklava aus der Dönerbude. Das liegt nicht nur an der Dicke, sondern auch an der Anzahl der Teigblätter. Nadir stapelt 40 Schichten übereinander. Bei uns sind es nur 8 bis 10. Damit die hauchdünnen Schichten nicht zusammenkleben, muss jede einzeln aufs Blech.
Ich habe während meiner Ausbildung manchmal zwei Schichten auf einmal genommen. Dann habe ich von meinem Meister eine auf den Deckel bekommen. Das darf man nicht. Wie sein Vorgänger ist auch Nadir streng. Gut so. Aber guckt nicht in der Gegend rum. Weitermachen, los. Ja, ja. Weiter geht's mit der Füllung. Dafür verwendet der Baklava-König Pistazien. Unsere deutsch-türkischen Baklava-Bäcker nehmen oft Walnüsse oder Haselnüsse. Das ist eigentlich nicht typisch türkisch. Lecker, die sind aus Antep. Eine Stadt nahe der syrischen Grenze und Geburtsort des Baklava-Königs Nadir. Die Pistazien aus dieser Region gelten als die besten der Welt. Denn sie enthalten weniger Salz als die Pistazien, die wir sonst kennen. Und das ist perfekt für süßes Baklava. Jetzt fehlen nur noch die letzten 20 Teigschichten. Da tickt die Uhr. So wird das nichts. Das muss schnell gehen. Zack, 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 zack. Los, mach du. Schnell, schnell. Zack, zack. Denn innerhalb einer Minute trocknen die Teigschichten aus. Übrigens, ein Originalrezept für Baklava gibt es nicht. Nur eine grundlegende Zubereitungsweise. Nadir hält sich ans Antep-Baklava aus seiner Heimat. Das einzige mit EU-Qualitätssiegel. Und eine echte Kalorienbombe. Denn jetzt kommt eine extra Portion 55 Grad warme, flüssige Butter über das Blech. Kein Wunder, dass Nadirs Bestseller 300 Kalorien pro Stück hat. Übrigens, eines der wenigen Details, wo es keinen Unterschied zu unserem Baklava gibt. Sieht lecker aus, oder? Die Türken sind wahre Baklava-Junkies und essen im Durchschnitt 4,4 Kilogramm pro Jahr. Für diejenigen, denen die traditionelle Variante zu üppig ist, hat der Baklava-König aber eine Alternative. Baklava Light. Das ist weniger süß. Ich bin ja schon 64. Da muss ich auch ein bisschen auf meine Figur achten. Doch wie süß ist sein bestes Baklava? Das sehen wir gleich. Vorher kommen 30 Bleche gleichzeitig für 40 Minuten in den Ofen. Natürlich erst, nachdem jedes einzelne Nadirs Qualitätskontrolle durchlaufen hat. Wir nutzen die Zeit. Wo kommt Baklava eigentlich her? Über den Ursprung streiten sich viele Länder des alten Osmanischen Reichs. Die Türken sind sich sicher. Es kommt aus Istanbul. Denn im Topkapi-Palast lieben die Sultane des 17. Jahrhunderts das Gebäck. Sogar so sehr, dass jeder Koch als Einstellungstest Baklava backen muss. Nach Deutschland kommt es in den 60er Jahren mit türkischen Gastarbeitern. Zurück in die Backstube. Das Baklava ist goldbraun gebacken und bereit für Nadirs Lieblingsschritt. Es muss tanzen. Schaut, wie es tanzt. Eine ordentliche Ladung Sirup aus Zucker, Wasser und Zitronensaft schwemmt die Stückchen von unten und bringt sein Baklava zum Tanzen. Darüber freue ich mich immer wieder. Sieht nach zu viel Sirup aus. Aber seine vielen Teigschichten saugen es komplett auf. Bei uns bleiben da schon mal Überreste im Blech. Das macht das Gebäck matschig und pappsüß. Jetzt muss das Baklava nur noch auf Zimmertemperatur auskühlen. Dann sind die Teigschichten knusprig und die Füllung weich. König Nadir nennt seine Kreationen pures Gold. Zum Vergleich, unser Baklava sieht eher wie eine zermatschte Frühlingsrolle aus. Nadir isst sein Baklava nicht einfach, er zelebriert es mit allen Sinnen.
Bevor man es sich in den Mund steckt, muss man hören. Es muss knacken. Tipp: Das Baklava verkehrt herum essen. Laut Nadir können wir so das Aroma am Gaumen spüren. Kauen, kauen, fünfmal. Und tief einatmen. Wichtig für jedes gute Baklava? Laut unserem König hinterlässt es einen aromatischen Nussgeschmack und ist nicht zu süß. Endlich dürfen auch wir Nadirs Baklava probieren. Lecker. Sogar prominente Gäste wie der türkische Präsident Erdogan, der Scheich von Bahrain und Barack Obama haben bei ihm genascht. Denn Nadirs Leidenschaft, Tradition und sein kleiner Kontrollwahn machen seinen Baklava wohl zum besten Baklava der Türkei.